Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire War mit dem Thrawn's Revenge Mod und in der letzten Folge haben wir es endlich geschafft, den Luftraum über Merkur zu nehmen, womit Singe ein Problem hat. Ich glaube, Singe hat nur noch Tangreen danach, oder? Ferry Junction auch noch. Aber, das ist Iriado-Autorität. Die sind ganz schön weit gekommen. Neue Republik. Singe hat dann nur noch den einen Planeten und ist dann nur noch Singe. Hier haben wir die Great Emerald bis, weiß man nicht, Zoss Beacon ist Pantherstar-Koalition. Interessant. Ich würde sagen, wir nehmen uns Merkur, danach Kuat und Coruscant, damit ich hier bei Barleas und Carida nicht wirklich großartige Verteidigungsanlagen aufbauen muss. Das wäre Geldverschwendung. Und dann sollten wir mal gucken, dass wir Serenpedal wiederkriegen und hier Selagis 4, Datumir und so weiter und so fort. Bauen wir hier schon, da bauen wir schon, sehr schön, wir brauchen auch, damit haben wir nur noch 257, wobei wenn wir eine Reparaturstation brauchen, ist das zu viel Geldverschwendung. Und wir sollten vielleicht einmal nach Selagis 4, damit sich das Imperium da nicht so mega aufbaut, einmal gucken, was da drüben so aussieht. Okay, da ist vielleicht zu viel, wir gucken mal. Wir schauen uns das Ganze mal an und ansonsten, wenn wir Kuat und Coruscant haben, können wir vielleicht einfach die Flotte nehmen und über Merkur dann nach oben Richtung Datumir umzugehen. Na, okay, zwei Sternzerstörer. Da werde ich gerade angerufen. Muss mal kurz Pause machen. Okay, wie sollte es auch anders sein? Empire at War Let's Play ohne einen Anruf ginge ja nicht. Und das ist machbar. Selagis gehört uns. Wir sollen hier schön auf den Intego feuern. Er hat genügend Schilde, um das abzukönnen. Du gehst auf den Victory, du mit hier drauf, auf den Sternzerstörer. Sehr schön, der Victory hat auch schon keine Schilde mehr. Die mittelschweren Oktuplen. Ja, wir verlieren nicht mal Schilde hier. Perfekt. Du mal auf die Golan 1. Verliert das Imperium hier. Auf die Engines. Perfekt. Das waren so 12.000, 13.000 Credits, würde ich sagen, die das Imperium verloren hat. Ohne Verluste auf unserer Seite. Sehr, sehr schön. Wir werden Selagis nicht halten können, aber solange die sich dann mit Selagis befassen und Selagis angreifen, greifen sie vielleicht nicht Axilla oder Cetric 4 wieder an. Von daher ist das in Ordnung. Zurück nach Axilla und dann jetzt hier bei Merkur angreifen. Wir haben nur noch Wayland, Bandemir und Datumir. Vielleicht nehmen wir die Flotte auch einfach, um eben hier durchzubrechen. Aber zuerst mal jetzt hier angreifen. Eine Flugeinheit, zwei Mortar. Das ist ganz gut. Zwei Gilsiens. Mal schauen, ob wir hier auch Vonskre finden, die uns angreifen. Der hat hier aber auch Bodeneinheiten. Und fünf. Ist das eine Map, die ich schon kenne? Die kommt mir so unbekannt vor. Ah, doch, okay. Dann müsste hier ein Rancor sein, ne? Wir holen uns mal einen Gilsian, einen Flame Tank. Könnt ihr mal eure anderen Leute spawnen? Dankeschön. Kommt mal hier lang. Einer von euch bleibt hier. Ihr alle hier lang. Setzt dich in Deckung. Nein, es sind Bronze. Interessant. Vernichtet das. Wenn ihr Vonskre nicht kennt, solltet ihr die originale Legends Thrawn Trilogie lesen. Weiter. Die dürfen nicht meine Einheiten nicht, bitte nicht töten. Okay. Dann schnappen wir uns das da drüben. Komm schon, die Vonskre-Höhle hier vernichten. Da kommen wir schneller weiter. Und greifen hier drüben an. Das ist nicht gut, dass Singe jetzt hier schon sitzt. Lasst uns hier einen Mortar TAT holen. Bringt mir hier einen Schluck. Ihr geht bitte alle hier drauf. Du auf die Fahrzeuge, du auf die Infanterie. Die ist wahrscheinlich auch noch das Schlimmste für meine Infanterie. Der Pulsar Scout ist weg. Dass meine Infanterie hier überleben und das Ganze einnehmen kann, das wäre wichtig. Du kommst ein Stückchen näher hier. Oh mein Gott, da ist direkt eine Floating Fortress. Aber solange wir Infanterieeinheiten haben, die hier überleben und das Ganze einnehmen können, ist alles in Ordnung. Die
Frozen Fortress macht hier allerdings Probleme. Jetzt nehmt das hier gefälligst ein. Und du baust dich auf. Wir holen noch einen Gilsian. Eine Flugeinheit. Du nimmst die Floating. Oh mein Gott. Kannst du das jetzt da mal einnehmen, bitte hier? Wie lange brauchst du noch? Endlich, meine Güte. Ja, vielleicht werden wir hier auch alle Einheiten verlieren. Das wäre eine Möglichkeit, leider. Aber ich würde hoffen, dass jetzt hier meine Einheiten... Gilsians müssen hier lang. Oh nein. Mein Mortar TAT hier vernichtet. Oh, das waren alle meine Mortar TATs, leider. Oh nein! Also meine Flame Tanks meinte ich eigentlich. Komm schon, da drüben. Floating Fortress bitte vernichten. Oh mein Gott, wir verlieren alles. Wir verlieren alles und das hier werden wir nicht gewinnen. Ich meine, wir kriegen ja gleich noch eine Bombardierung, was gut ist. Aber das sieht nicht gut aus. Einer von euch sollte mal hier langlaufen. Und mal gucken, was hier drüben ist. Ich würde hoffen, ein Abandoned Sunset Array. Das wäre sehr schön. Aber ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Mal hier drauf. Ihr könnt auf die ULAVs gehen, bitte alle. Nicht den. Okay, komm nochmal hier lang. Da haben wir den Energiegenerator. Interessant. Das PX-10, das ist nicht unsere Infanterie, komplett vernichtet. Oh mein Gott, Anti-Infanterie-Turm, wunderbar. Aber da ist ein Abandoned Sensor Array, das ist gut. Ah, kommt schon, jetzt. Muss da gleich abhauen. Der Anti-Infanterie-Turm ist natürlich richtig mies. Was ist mit... Ah, wir haben die Flugeinheiten hier. Das ist aber gut, wenn wir gleich... Irgendwo hier Sniper Velocity Gun, wahrscheinlich hier oben. Wenn wir gleich die Bombardierung haben, kommst hier lang. Jetzt kann ich mal ein bisschen geheilt werden. Einer von euch hier auf den Anti-Infanterie-Turm. Die Bombardierung ist da. Schauen wir mal. So, das Gefühl, dass wir die eigentlichen... Ihr könnt mal da rein vielleicht. Eigentlichen Einheiten hier vernichtet haben. Das ist eine Heavy Factory, okay. Hau ab, hau ab, hau ab. In der Hoffnung, dass die Bombardierung durchkommt. Kannst du jetzt mal bitte hier langfahren? Das wäre sehr nett. Jetzt haben wir natürlich damit nicht die Hypervelocity-Gun vernichtet, aber wenn wir hier einen ATAP-Produzenten vernichten könnten und den ATAP dazu vielleicht auch noch mit, das wäre sehr nice. Ja, das sieht mir so aus, als ob die durchkommen würden. Einer ist vernichtet, aber... Sehr schön. Da haben wir eine Tax-Collecting-Agency, die kann mir egal sein. Wir müssen hoffen, dass hier nirgendwo noch Anti-Flugtürme sind. Das ist ein Anti-Infanterieturm. Ja, da kommt noch ein Stück zurück. Das ist auch noch alles in Ordnung. Da ist die Hypervelocity-Gun. Okay, okay. Großartig schlimme Sachen werden hier nicht mehr produzieren, das ist gut. Kommt mal hier lang. Also hier hin. Wenn die natürlich hier die Heavy Velocity Gun vernichten könnten, wäre das sehr nett. Ah, die halten hier auf jeden Fall ein bisschen auf. Einer von euch geht jetzt mal hier lang. Alle anderen kommen zurück. Und wir müssen gucken, ob ihr hier geheilt werden könnt, weil ihr sehr wertvoll seid. Wunderbar. Den Mortar TAT hier drauf, kommt. Und alle meine Infanterieeinheiten da drauf. Weiß nicht, werden die geheilt? Bisschen. Dauert aber mega lange hier. Ja, kommt, nehmt euch das hier, LAV bitte. Der verliert Leben. Ich weiß nicht, ob der aus dem Ding hier rauskommt. Ne, gut. Damit müsste das der letzte ATAP sein. Kommst jetzt auch hier lang. Ihr geht mit auf die ATAPs hier. Wichtig ist einfach nur, dass wir den Planeten kriegen. Volle Feuerkraft.
Sehr schön. Alle auf den AT-AP, bitte. Müssten sie gleich haben. Na komm, nicht, dass der jetzt die Selbstzerstörung macht. Das Chariot. Ah, perfekt. Perfekt. Jetzt könnt ihr versuchen, hier auf die Dings zu gehen. Und ihr... Ups, kommt. Mal ein bisschen schneller hier. Gehen wir auf das ULAV. Bringt das was? Bringt schon ein bisschen was. Oh mein Gott, ich werde nochmal angerufen. So, zweites Telefonat erledigt. Mal sehen, ob noch ein drittes kommt heute. Ich bin mir nicht sicher. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn die beiden überleben würden und diese Hypervelostigern wegkriegen würden, aber nein. Ah, wunderbar, der hat nicht überlebt. Ganz toll. Oh nein, warum? Eigentlich wollte ich die auf Dings schicken, aber nein. Schießt hier gerade noch niemand auf die? Nee. Doch, der schießt jetzt auf die und das PX-10 hier auch. Und die hier, kommt, wir können wieder bombardieren. Vernichtet die. Das ist nicht gut, das ist umso besser. Die Hypervelocity-Gun ist fast Schrott. Vernichtet die, dann können wir nämlich die Bombardierung einfach auf das andere Teil hier machen. Dann kommen auch keine neuen Einheiten mehr und sie fliehen. Merkel gehört uns. Sehr, sehr teuer erkauft, aber erkauft. Und das ist das, was zählt. Die Einheiten von Oroco dürfen auf jeden Fall direkt nach Merkur. Ich weiß, die waren eigentlich für andere Armeen gedacht, aber Merkur muss gehalten werden. Und da wir Carida haben, kann nur von Obra Sky und von Wayland was kommen. Und das Imperium nervt mich extrem. Deswegen, wir sind nicht weit entfernt, wenn wir jetzt nach Wayland gehen. Aber ist das nicht eine Harpanerin? Nee, das ist Lyra Wessex, ne? Schauen wir mal. Auf jeden Fall eine weitere Heldin, die wir besiegen könnten, was sehr, sehr schön wäre. Wenn wir denn jetzt hier starten. Ja, ist Lyra Wessex. Okay. Das ist nicht weiter schlimm, diese Flotte hier. Komm mit rein, ich mit rein. Ein Peltist hier hinten hin. Lani darf an die Flanke, du darfst an die Flanke. Ihr beiden kümmert euch um den, genauso wie auch du. Phalanx auf Lyra Wessex. Ja, alle auf Lyra Wessex, vor allem wenn die so einen hier anrennt. Ihr beiden hier mit drauf. Art of War bitte machen. Die will den Peltist hier angreifen. Das ist natürlich fies. Nimm die Engines. Ja, du darfst schon mal da drauf gehen. Zum Falk da hinten ist natürlich auch nervig. Aber das war's mit euch. Ohne dass ich großartig irgendwo Angst haben muss. Ich nehme mal die Engines hier. Ja, ist das Imperium wohl in die Falle gegangen. Jetzt sahen wir hier dem Allesheim, Datumir, Silagis 4. Ja, kurzer Besuch bei Siotrik. Auf die Engines, dass er nicht abhauen kann. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir sogar noch gewonnen, bevor sie fliehen konnten, wirklich. Ein paar Skip-Race, die fliehen konnten. Meine Güte, das ist nicht weiter schlimm. Sehr schön. Und ich würde auch sagen, wir schicken den jetzt einmal auf den Boden und gucken hier bei Bandomir. Da haben sie nichts. Perfekt. Ach, theoretisch könnten wir auch einmal kurz beim Mandalore vorbeigucken, ne? Aber ich möchte eigentlich lieber Kurt und Coruscant einnehmen, damit Borleas und... ich weiß gerade... Ah, Carida war der andere Planet, ne? Damit die sicher sind, müssen wir Coruscant und Kurt nehmen. The enemy is approaching. Die Sache ist, da oben bei Zernpidal will ich eigentlich auch nicht, dass die Corporate Sector Authority sich so eingräbt und dann mir Probleme machen kann, aber ich habe nicht so wirklich eine andere Wahl. Heading to destination. We're moving out. 1, 2, 3. Commander, komm, du darfst die Golan 1 nehmen. Du nimmst die Golan 2. Ihr drei geht hier drauf. Du darfst auf die Golan 2 und Thrawn darf sein Art of War machen. Wodurch Bandomir auch relativ schnell fallen sollte.
Du fliegst mal hier lang. Und fliegt hier lang. Ja. Das sollte jetzt nicht allzu lange dauern. Nehmt die Karax hier auseinander, bitte relativ schnell. Ups. Dann, oh mein Gott, der flieht da hinten noch. Mal sehen, wie stark ein Effodio gegen einen Karak ist. Nicht sonderlich stark, okay. Ja, sollen sie fliehen, sind sowieso keine Schiffe, die sie so mitnehmen können. Deswegen zurück zur Galaxiskarte. Und dann mal gucken, wie stark die bei Datomir sind. Die Sache ist halt, haben wir bei... Aha, jetzt wollen sie nach Borleas. Das ist so gar nicht gut. Aber macht den Weg bei Coruscant frei. Von daher... Lass uns mal einmal hier und einmal... eine Hypervelocity Gun will ich noch nicht. Da kann ich lieber hier nochmal Geld ausgeben für einen Phalanx und pleite sein. Schauen wir mal. Komm schon. Bin ich mal gespannt, wie groß die Flotte hier dann im Endeffekt ist. Winzig. Winzig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, hier drauf. Da muss ich mir auch jetzt nicht großartig Gedanken machen. Du darfst hier drauf gehen. Vernichtet das Ganze. Sehr schön, sie fliehen. So muss das sein. So und nicht anders. Was aber auch bedeutet, wir müssen mit der Flotte zurück nach Borleas. Kommt mit der Flotte hier hin. Ihr kommt nach... Ich verliere Sekunden, die ich nicht habe. Zurück nach Borleas. Pause. Bei Axilla werden jetzt auch Einheiten gebaut. Das ist sehr gut. Lasst uns einmal bei Datomir anklopfen. Und hier bei Rocco. Ah, jetzt habe ich kein Geld, um weitere Bodeneinheiten zu holen. Okay, das ist aber nicht viel. Kane Somos kriegt einen Stormtrooper Rifleman Squad. Oh, die Map ist natürlich grauenhaft. Auto-resolven werde ich nicht, die sind zu stark dafür. Wie viele kriegen die denn da? 2. Also insgesamt haben die 8. Plus... Da habe ich so gar keine Lust drauf. 32 Speederbikes. Die können gerade bei meinen Artillerien problematisch werden. Oh mein Gott, und ich habe keine Infanterieeinheit. Das heißt, wir können nicht fliehen. Ah, ich habe doch Infanterieeinheiten. Ich habe die nur hier. Okay, einer von euch darf hier lang. So gerne ich das da noch hätte. Das wird einfach nur vernichtet und dann kann ich das Geld auch anders besser nutzen. Ja, alle nach vorne. Ja, da kommen sie. Jetzt haben wir natürlich nicht viel Geld für Türme. Das heißt, einen Anti-Flugturm kann ich leider vergessen. Aber ich hoffe, hier viel besiegen zu können, bevor irgendwas Schlimmes... Was tust du? Wieso ist der so dumm? Warum will der außen rumlaufen? Bescheuert. Vollkommen bescheuert. Ah, jetzt haben sie es da schon. Leider. Schade. Einer von euch... Nein, Junge. Damit wir abhauen können hier. Es ist allerdings gut, dass hier... die Artillerie gut mitarbeitet. Dass beide Artillerien gut mitarbeiten. Ja, vielleicht nochmal so ein Reparaturding holen. Diese Swift Assault-Dinger sind nur leider sehr stark. 8 Stück insgesamt. Kommt, ich hoffe, ihr schießt da jetzt vernünftig drauf. Ich will meine Einheiten hier auch nicht verlieren. Dafür sind die einfach schlicht und ergreifend zu teuer.
Aber wir müssen es probieren. Oh mein Gott, sind die stark, ey. Ah, damit haben wir wahrscheinlich unsere Artillerie auch leider verloren. Oh mein Gott. Okay. Wir haben Balayas verloren. Ich versuche hier noch mich zurückzuziehen und so viele Einheiten wie möglich zu retten, aber Flame Tank, ich vermute, dass sogar der Gilsien. Nein, der Gilsien ist nicht vernichtet worden. Sehr gut. Das ist jetzt nervig. Ich werde den Phalanx hier doch wieder rausnehmen und mir ein bisschen was an Bodeneinheiten noch holen. Nochmal einen Flame Tank, einen Gilsien und sowohl für Merkur wie auch für den Angriff dann auf Balayas, weil ich habe schlicht und ergreifend keine Einheiten mehr, mit denen ich da angreifen könnte. Oh mein Gott, hier habe ich auch keine Infanterie mehr. Oh, nicht gut. Aber ich glaube, eine Hypervelocity Gun hatten die hier bei Datum hier nicht. Was immerhin etwas ist. Oh mein Gott, der Syndic. Den kann ich jetzt aber auch nicht darunter holen. Da haben wir aber schon zwei Stück. Plus zwei Stück haben wir vier Syndics, einen Phalanx. Das ist gut für diese Flotte. Komm schon. Und ihr merkt, bei Zernpidal greife ich jetzt gerade gar nicht erst an. Die werden dann da halt größer werden und größer werden. Das ist so, aber ich muss mich jetzt hier auf die Mitte der Galaxis konzentrieren. Sonst komme ich nirgendwo weiter. Das wird easy peasy. I already have a plan. Calculating attack. Ich hab die Engines. Ich hab die Engines hier. Sehr schön. Der Victory ist weg. Und dann der, das habt ihr davon, dass ihr mich einfach so angegriffen habt. Zurück zur Galaxiskarte. Und dann gleich, wenn wir hier bei Axilla mehr Einheiten haben, greifen wir Datum hier an. Und wenn wir natürlich hier bei Oroco genügend Einheiten haben, brauchen wir nämlich auch nochmal Infanterieeinheiten. Müssen wir da auch angreifen. Ich weiß, dass das eigentlich Verteidigung für Axilla sein sollte, aber wir müssen jetzt Datum hier uns holen. Da haben wir die Infanterieeinheit, sehr schön. Und wie sieht's hier aus? Dauert es noch ein bisschen für Balayas. Aber wenn wir dann Balayas haben und hier Datumir, können wir Richtung Kuat und Coruscant. Das wird sehr, sehr schön. Oh mein Gott, die haben immer noch die AT-ATs. Das ist nicht gut, aber beim Angriff ist es ein bisschen einfacher als bei der Verteidigung. Die haben noch keine Gebäude. Das ist allerdings perfekt. Das ist so wirklich perfekt. Einer von euch darf mal hier langlaufen. Und eins, zwei, eins und ein Flame Tank. Okay, ihr geht noch nicht da lang. Erstmal kurz warten. Ihr drei hier lang. Und einer von euch zumindest hierhin. Man muss das mal ausprobieren. Warum habe ich hier keine Jäger in der Flotte, dass ich nicht bombardieren kann? Das ist natürlich sehr nervig. Du kommst bitte bis hierhin. Was ist hier drüben? Anti-Infanterie-Turm. Das ist natürlich auch blöd. Hier ein Anti-Fahrzeugturm. Hier alle hier lang. Und da will ich eine Repair-Station haben. Roger. Ready to receive orders. Moving to coordinates. Jetzt habe ich ja immerhin ein bisschen mehr Knete. Repair Station bitte. Bau dich auf. ATSTs da sind nicht nett, aber sind besiegbar, gerade mit der Artillerie hier. Bedeutet aber auch, hier möchte ich auch nochmal... Ah, da kommen sie jetzt. Das ist unschön. Da müsste ich jetzt oder da was hinbauen, um die zu besiegen. Warum rennt ihr hier so rein? Das ist nicht gut. Nicht gut für euch. Aber die Flame Tanks greifen mich mal bitte an. Die haben ja auch noch ihre mandalorianischen Kommandos. Einmal Gilsien hier drüben hin. Und die Fahrzeugturm muss das hoffentlich schaffen. Vernichtet das hier.
einer von euch darf hier lang. Flame Tanks gehen nicht gut. Gar nicht gut. Du haust ab. Allerdings schön, dass der hier ein bisschen zurückgeholt wurde. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Repair Station bitte. Ihr beiden müsst auf jeden Fall Richtung AT-AT, der sich gerade nicht mehr zeigt. Okay. Da ist er wieder. Nein, nur ihr beiden auf den AT-AT. Ah, nicht gut. Das ist gar nicht gut. Dass die die noch hier haben. Die AT-STs, die hier waren, habe ich jetzt scheinbar vernichtet. Ah, zum Glück macht das nicht so viel Schaden gegen meine Panzer. Aber wir können den Punkt hier nicht einnehmen. Und er macht Schaden gegen meine Panzer. Das ist natürlich blöd jetzt. Du kommst mal hier lang. Du kommst mit, bitte. Nee, 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 nee. Ihr habt noch genügend Leben, um gegen den anzutreten. Ihr drei dürft euch ein Stück zurückziehen. Du kommst ein Stück mit. Du kommst so weit mit, dass du den angreifen kannst. Oh, der kann den schon angreifen. Du ziehst dich bitte zurück. Aber wird das noch reichen? Das wird leider nicht mehr reichen. Schade. Solange er aber der Einzige aus der Einheit ist, der hier zerstört worden ist, ist das in Ordnung. Ich hoffe mal, dass ich all deren Infanterieeinheiten, und da sind die Infanterieeinheiten, die ich gerade gehofft habe, vernichtet zu haben. So, ihr kommt jetzt ein Stück zurück. Lasst euch heilen. Haben wir denn noch Infanterieeinheiten? Einen einzigen. Wir müssen aufpassen, dass der hier nicht einfach vernichtet wird. Ihr kommt zurück. Und ihr lasst euch alle hier heilen, damit ihr gleich... Wobei, wenn da keine anderen Einheiten mehr sind, könnt ihr da vielleicht auch einfach mal angreifen. Ist das ein Super Crusher? Ist nur ein Crusher, okay. Ihr müsst fahren. Einer von euch in die Richtung, einer von euch in die Richtung, dass der nicht alle gleichzeitig treffen kann. Du kommst jetzt nochmal wieder. Wenn da kein AT-AT oder so ist, der hier mithelfen kann, könnten die drei ausweichen. Vor allem, weil hier ganz viel Infanterie ist. Ist das? Antifahrzeugturm? Antifahrzeugturm ist nicht gut. Oh mein Gott, die sind hier zu zweit. Aber Antifahrzeugturm ist Schrott. Sehr schön. Kommt, nehmt euch hier die EFO-Truppen vor. Das sind keine EFO-Truppen, okay. Könnt ihr die jetzt mal hier vernichten, bitte? Danke. Und du greifst da mal an. Und guckst mal, ob das funktioniert. Du auf den Army Trooper Grenadier hier drüben. Komm, Angriff. Bist du ein Crusher? Bist du ein Crusher? Dann fahr da einfach drüber. Du kommst mal ein Stück weg, lässt deine Schilder aufladen. Ihr kommt alle mit hier lang. Das sieht doch wie für... Mandalorianische Mercenaries hier noch. Vielleicht ist das dann die letzte Einheit hier. Komm. Immer noch nicht. Haben wir noch eine Infanterieeinheit? Haben wir noch, okay. Da ist irgendwer. Jetzt können wir bombardieren. Du kommst jetzt mal hier lang, nimmst das ein, bitte. Woher kommen die? Unterstützung, jawohl. Datumir gehört wieder uns. Sehr schön. Pause. Bitte kurz Pause machen. Ich hätte gedacht wirklich, dass die uns die Luggies wieder klauen, bevor hier irgendwas weiter funktioniert. Carida will ich nicht weiter aufbauen. Wir müssen jetzt hier über Bilbringi nach Borleas oder einfach nach Coruscant, dann können die da auch keine neuen Einheiten hinholen oder so. Aber mit einem Blick auf die Uhr war es das für heute. Wir sind jetzt deutlich besser aufgestellt als am Anfang der Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.